So, wir wollen jetzt den letzten Zipfel hier unten aufdecken. Töten, was zu töten ist. Und plündern, was zu plündern ist. Moment mal, wir hatten noch Kisten, richtig? Also, ja, da sind Kisten, aber wir hatten noch woanders Kisten? Ne, die hatten wir schon. Ah, okay. Da ist ein Lagerfeuer, eine Kiste und noch Klimbim auf dem Boden. Und ich höre Gegner. Du zaubern. Aha. Ein Goggling. Stirb, kleiner Goggling. So, was haben wir noch? Davon haben wir schon genug. Davon können wir nie genug haben. Das wäre jetzt albern gewesen. Hätte ich die Truhe geöffnet und genau die ist mit der Falle bestückt und zwar mit so einer starken, dass alle drei umkippen. Ja. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 50, 15. Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. Und diese 50er Sachen, nee, komm. Das können wir langsam verkraften. Wir hätten gerne. Geschafft. Inzwischen sind schon 13, ne? 2 Punkte mehr. Wir haben 4 Alchemie mehr. Also 2 Punkte Alchemie machen einen Kraftpunkt bei den Tränken aus. Jedenfalls, bevor man Experte wird. Okay. Du dahin. Wir haben viel zu viele von den roten Dingern. 9, 14, 9, 9. Du hast 5. Wenn wir dich mischen, was kommt raus? Perfekte Mischung. 13. Dann können wir aus unseren schlechten Tränken nochmal bessere machen. Geschafft. 13. Geschafft. Die perfekte Mischung. 13 und einen noch. Die perfekte Mischung. So, sind jetzt 13er und 14er. 4 Stück müssten eigentlich reichen, aber ich mache nochmal einen. Geschafft. Geschafft. Achso, die sind jetzt schon 13. Okay. Geschafft. Sehr schön. Also wir haben absolut keinen Mangel an leichten Heiltränken. Dich haben wir geöffnet. Wir sehen noch blaue Punkte, aber... Ja, da ist eine Sache. Das ist auch so eine graue Reagenz. Nee. Karte. Da ist noch ein kleines Fitzelchen. Und danach wären wir soweit mit dieser Karte durch. Das heißt, wir könnten dann wirklich mal in die Grüfte rein. Was haben wir da? Noch so ein graues Ding. Nö, komm. Ah, das nehmen wir doch schon lieber mit. 244 Gold und 244 Gold. Sehr komisch. Aber sage ich nicht nein. So. Da oben könnte ein Hügelgrab gewesen sein. Kommen wir hier so hoch? Hüpf. Jo. Auch wenn das tierisch steil aussieht. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Fallschaden ist echt nicht zu verachten in dem Spiel. So. Zwergenhügelgrab Nummer 7. So, ich brauche was zu schreiben, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Ein Zettel, ein Stift. Rein da. Oh. Ist das auch wirklich sicher? Das sind nur kleine. Du bist kaputt. Und hier war noch einer. Ich hätte gerne mehr Licht. Schon besser. Gold ist schon mal gut. Da ist ein Knopf. Da können wir runterspringen. Und hier sieht man doch auch so einen Rand, als wenn da eine Tür wäre. Kann ich wieder zumachen? Nein, können wir nicht. So, wir merken uns. Hier kommen wir raus. Also wir sind in 7. Das heißt, ich schreibe mir auf 7. Dann mache ich oben rechts einen Strich und oben links einen Strich von der 7. Wegführend. Das ist halt der Tunnel und der Tunnel. Und der nordöstliche Tunnel müsste rausführen. Das heißt, ich schreibe bei dem nordöstlichen Strich Exit hin. Und ich probiere mal rauszugehen. Wir können ja nochmal wiederkommen. Hügelgrab verlassen, ja. Achso. Frische Luft. Und das ist auch da, wo wir reingekommen sind. Okay. Also,
Süden, Süden im rechten Tunnel geht's raus. So, jetzt haben wir hier einen Schalter. Das heißt, der nordwestliche Tunnel kann einmal zu einem Punkt X führen. Und wenn wir den Schalter runter machen, führt er zu einem Punkt Y. Ich sagte ja, die Hügelgräber werden sehr interessant. Vor allem, weil das tierisch viele sind. Aber gut, wir können... Wow. Wir können da runterspringen. Denn wir haben den Zauber, um wieder hochzuspringen. Hätten wir den nicht, wäre das ein Einmalweg. Okay, das war ein bisschen Overkill. Wow, okay, oder auch nicht. Ja. Schnell töten. Und Heilung bitte. Oh. Das tut irgendwie weh. Stirb, Gockling. Oh, sind ein paar mehr auf dem Haufen. Und wieder Talan heilen. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann Gruppenheilzauber haben. Weil unsere Damen kriegen alle gleichermaßen auf den Deckel. Komische Fackeln. Oh, geheim. Was? Okay, stopp, geh wieder runter. Geh, was haben wir hier? Können wir das wirklich brauchen? 40er Gürtel. Na gut, der ist nicht so groß. So, rauf da. Wie lösen wir dich aus? Lass mich in Ruhe, ich will was umprobieren. Okay, wir müssen das auslösen. Und dann raufhüpfen. Was? War interessant. Okay. Und hier oben ist gar nichts? Das glaube ich doch nicht. Nö. Okay, vielleicht später. Oh. Diese kleinen Gocklings. Stirb, ich habe da irgendeinen Schalter zu drücken, von dem ich nicht weiß, was er macht. Lachhaft. So, komm, du stirbst jetzt auch noch. Alles ist grün. Gold kommt mit Krankheit heilen. Oh, das ist praktisch. Und das wieder so ein Hochreitding. Diese müssen wir auch nicht... Bah. So. Und hier ist diesmal auch was. Sehr schön. Also du, heil mal dich. Und da wir jetzt in einem Dungeon sind, weiß ich nicht, wie stark die Truhen sind. Also Sicherheit geht vor. Alle werden... verzaubert. So. Ja, doch. Hätte böse ausgehen können bei Talana. Und ein Schlüssel. Hügelgrabschlüssel. Flupp, du kommst mit. Du heilst. Sie. So, das war nur das Hochfahrding. Aber ja, extrem viele Geheimgänge und Schalter und was weiß ich. Was soll das Ding da? Was machst du? Du machst hier auf. Jo. Und jetzt müssen wir wieder oben am Eingang sein. Genau. Wir brauchen unbedingt Expertenstufe in Feuer. Sobald wir irgendwie ein paar Hufeisen über haben. Also das ist nicht wirklich wichtig, aber es ist schon ein wenig nervig, alle 5 Minuten neuen Lichtzauber zaubern zu müssen. Schlüssel. So, wir sind in 7. Besonders so aufzeichnen? Okay. Neuer Zettel. Ausgang schreiben wir rechts hin. Dann kommt die 7. Mach einen Kreis drum. Mach einen Strich nach oben links. Der führt zu 9. Und einen Strich nach unten links. Der führt zu 10. So, 7 haben wir geklärt. Denn die Anzeige ist grün und wir können nirgendwo wirklich. Nirgendwo mehr wirklich hinlaufen. Wow. Ach, das geht wieder zu. Das ist ja garstig. Das heißt, man hätte nicht mal rausspringen können. Ah ja, ich mag den Dungeon. Oder die Dungeons zusammen.
Lass mich raus. Aber ja, dieser Raum ist jetzt clear. Das heißt, wir gehen jetzt in Raum 9, machen da sauber und gucken dann, wo da der Weg hinführt. Haben wir den Schlüssel aufgebraucht? Ja, haben wir. Das ist der Feenschlüssel. Okay. Also, wir gehen oben, ist der Schalter. Wir gehen in Raum 9. Und wir gehen in rundenbasierenden Modus da rein. Was eine gute Entscheidung gewesen ist. Ist es wirklich klug, da reinzugehen? Gockling. Toter Gockling. Eine leere Flasche. Oh, und ein Geheimgang. Ziemlich auffälliger Geheimgang, aber okay. So, wir sind jetzt in 9. Mist, das war der falsche. Da kommen wir her. Nichts wie raus hier. Nee. Warum zur Hölle führt der Weg nicht zurück, wo wir hergekommen sind? Okay, wir sind in dem Raum eben, also in Raum 7, haben den Schalter oben gelassen und das war laut Karte Raum 9. Das heißt, wir sind jetzt in Raum 9. Wenn wir also das hier verlassen, ich mach schon mal bei 9 den rechten Ausgang nach raus. Also, ne? Wir sind jetzt im rechten Raum und hier haben wir keinen Schalter, sondern nur ein Schlüsselloch. Das heißt, rechts führt immer nur zu einem Ausgang und das ist ein richtiger Ausgang. Genau, wir sind jetzt wo? Da oben. Wir waren eben noch wo? Hier. Das ist eine ganz schöne Abkürzung. Und wir könnten hier mal ruhig schlafen. So. Wow. Und Fackellicht. Und das müsste jetzt 9 sein. Ist es auch. Sehr schön. Also, Raum 9. Und ich versuche jetzt hier noch einen Schlüssel zu finden, damit wir sehen können, in welche Räume wir als nächstes springen. Und ich bin immer noch verwundert, dass wir nicht zurück nach 7 können. Aber okay. Fledermäuse. Oh, warte. Vor allem kein Heilzauber. Vor allem der Geldhaufen, da sieht anders aus als alle Geldhaufen, die wir bisher gefunden haben. Der ist nämlich dezent größer. 4754. Ups. Wir sollten erst zu Ende zaubern. Der Mausschluck ist noch nicht ganz so ausgeprägt. So. Wie viel kriegen wir denn wirklich? Weil wir haben doch jemanden, der uns plus 10% Gold gibt. Also, 4700 plus 470 sind 5100 irgendwas. Ne, 5200. Und er zieht 5% wieder ab. Oh, 5000 minus 215. 4900 noch was müssten wir bekommen. Ja, kommt hin, okay. Ich wollte nur kurz überprüfen, ob das richtig berechnet wird. So, alle drei Mädels haben Schutz. Und noch ein Schlüssel. Heil diesmal. Also es ist nicht hundertprozentig notwendig. Aber wenn wir mal eine Falle finden würden, die stärker ist als das da, hätten wir ein Problem. Also werde ich weiterhin vor jeder Truhe ins Zauber sprechen. Noch irgendwas hier? Sonst wäre der Raum ganz schön klein gewesen. Musik ist schön. So, das da. Aha. Okay, also wir sind in 9. Wir können zurück nach 7, wenn wir unten rumgehen. Das zeichne ich mal ein. So, und ich sollte anfangen, Pfeilspitzen bei meinen Verbindungspunkten zu machen. Damit ich weiß, von wo aus ich nach wo komme. Also, es geht nur einen Weg geradeaus. Und der ist, wenn der Schalter oben bleibt, dann kommen wir in Raum 5.
wird eingezeichnet. 5. So. Vorher noch ein bisschen heilen.